Sehr schön, super, super Bedingungen, tolle Zuschauer am Rand und jetzt als erster war das Feld ja auch noch frei, sodass wir zu zweit richtig Gas geben konnten, hat Spaß gemacht. Mopo-Team-Staffellauf jedes Jahr anders. Auf der anderen Seite immer wieder eine große Tradition und eine große Konstanz. Das Helfen steht hier im Vordergrund. Die Hamburger Morgenpost mit ihren Partnern engagiert sich hier ganz stark. An zwei Tagen jeweils 5000 Läufer plus die entsprechenden Fans, die sie begleiten. Wahnsinnig lustige, freundliche Menschen, die Spaß haben, die sich freuen und hinterher gemeinsam picknicken mit dem Picknickkorb. Es ist uns innerhalb kürzester Zeit gelungen, viele tausend Hamburger davon zu begeistern, ob Laienläufer, ob Vollprofis, hier im Stadtpark an diesem schönen Event teilzunehmen. Und ich finde, es ist ein toller Erfolg, wenn man sich überlegt, vor erst 8 Jahren haben wir diesen Lauf erfunden und heute haben wir diese Resonanz bei diesem Traumwetter. Schöner geht's doch gar nicht. Tolle Veranstaltung, hat Spaß gemacht. Bin total kaputt, aber klasse, wie jedes Jahr. Alle feiern an, gute Strecke, nur zu warm, viel zu warm. Ja, am Anfang rennen alle los, ne? Übertreiben es. Und nachher wird es ein bisschen langsamer. Und so ab Kilometer 3, 4 wird es dann ein bisschen härter für Hobbyläufer. Wir wollten den Titel verteidigen, haben wir nicht geschafft. Scheiße. War ganz knapp, war ganz knapp. Saufen.